Kira Brüne möchte Pflegefachfrau werden und wir begleiten sie während ihrer Ausbildung. Zu dieser gehören praktische und theoretische Elemente. Nach einem halben Jahr geht es für Kira aktuell nicht mehr ins Krankenhaus nach Damme, sondern in die Schule nach Lohne. Die Schule beginnt ja um 7.45 Uhr und da treffen wir uns dann ganz normal im Klassenraum. Stundenplan, der ist auch nicht immer gleich. Es ist nicht jeden Donnerstag das Gleiche, sondern das ist immer unterschiedlich, welche Lernsituationen wir haben. Und dann haben wir 4 Blöcke sozusagen, also in den 8 Stunden. Und da machen wir dann die Module. Und der Unterricht ist auch immer verschieden. Also mal Frontalunterricht, aber auch Gruppenarbeiten. Rund 25 Schülerinnen und Schüler sind in Kiras Klasse. Teilweise haben sie bereits vorher eine andere Ausbildung absolviert. Einige Schüler kommen auch aus dem Iran. Die Schüler, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, für die ist es natürlich schwerer, auch mitzukommen. Es geht ja teilweise schon ziemlich schnell. Aber wir helfen uns gegenseitig immer untereinander. Die Lehrer sind aber auch immer da und helfen und nehmen auch Rücksicht drauf. Es wird auch immer gefragt, ob alles verstanden wurde. Wenn nicht, dann besprechen wir das Ganze einfach nochmal. Da nehmen die schon viel Rücksicht. Dann kann man nochmal sagen, ich habe es nicht verstanden oder ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. An der Schule gefällt Kira, dass sie hier vieles erlernt, was sie später in der Praxis anwenden kann. Ihr gefällt auch, dass die Lerninhalte sehr vielfältig sind. Jetzt gerade haben wir uns mit der kindlichen Entwicklung auseinandergesetzt. Das war jetzt nochmal der emotionale Teil. Vorher hatten wir das Motorische und auch die sprachliche Entwicklung, wie sich so ein Kind entwickelt. In der Stunde zuvor haben wir dazu auch nochmal einen Film gesehen. Da konnte man das ganz gut erkennen, haben das dann noch wieder besprochen. Und heute das Thema sozusagen nochmal abgeschlossen mit der sozialen und der emotionalen Entwicklung. Im Unterricht gibt es theoretische und praktische Phasen. Letzte Woche hatten wir das gute Beispiel an dem Herzen. Wir hatten die Anatomie des Herzens besprochen. Das haben wir erst theoretisch gemacht im Frontalunterricht, haben uns eine Präsentation dazu angeguckt. Und in der darauffolgenden Stunde hatten wir dann auch Schweineherzen und die durften wir selber sezieren in kleinen Gruppen. Bis Ende Februar ist Kira in der Schule. Dann geht es wieder in die Praxis, nämlich in ein Altenheim nach Holdorf. Vorher stehen für Kira und ihre Mitschüler noch einige Prüfungen an. Mehr dazu erfahren Sie dann im nächsten Teil unserer Serie.